Herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst im Juli. Anfang Juni, also am Beginn des vergangenen Monats, wird in Andreasberg das Wiesenblütenfest gefeiert. Dazu gehört auch der Viehauftrieb in Erinnerung daran, dass früher einmal der Gemeindehirte unten in der Bergstadt die Kühe eingesammelt hat und dann mit ihnen auf die Wiesen marschierte. Wiesenblütenfest, daran sind alle Gemeinden beteiligt, es wird ein Gottesdienst gefeiert, es gibt viel zum Essen und zu trinken, an diesem Tag kann man einen wunderbaren Tag in Andreasberg verbringen. Leider musste das Wiesenblütenfest im letzten Jahr und auch in diesem Jahr ausfallen. Aber in Erinnerung daran wollen wir wenigstens ein bisschen im Videogottesdienst daran erinnern. Denn Gräser und Wiesenblumen haben auch in der Bibel eine ganz starke symbolische Bedeutung. Wir hören gleich einen Text aus der Bergpredigt. Bergpredigt heißt dieser Text deshalb, weil der Evangelist Matthäus sich vorgestellt hat, dass Jesus einmal diese Worte auf einem Berg gesprochen hat. Deshalb Bergpredigt. Im Matthäusevangelium im 6. Kapitel hören wir: Jesus spricht: Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht. Auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Wenn ich morgens und abends mit unserem Hund Max über die Bergwiesen in St. Andreasberg gehe, staune ich immer wieder über die Vielfalt der Formen und Farben. Allein schon die Gräser haben so unterschiedliche Ähren. Und dann die Buntheit der Blüten. Würde man manche Blüten nebeneinander halten, würden die Farben sich beißen. Aber in dieser Vielfalt mittendrin sind sie alle miteinander schön. Jede Blume ist ein wenig anders. Sie haben leicht unterschiedliche Ansprüche an Boden und Licht, haben unterschiedliche Wurzelsysteme. Einige sind zweijährig, andere sind Stauden, haben also unterschiedliche Überlebensstrategien, haben unterschiedliche Arten, wie sie sich bestäuben lassen von Insekten oder durch den Wind. Jede Blume, jede Pflanze ist ein bisschen anders und deshalb hat jede Pflanze ihren Platz. Das ist natürlich ein wunderbares Bild für das Miteinander von uns Menschen. Wenn wir alle unsere Vielfalt akzeptieren würden und uns alle dennoch als eins begreifen könnten, dann könnte sich jeder Mensch in seiner besonderen Rolle einbringen, mit seinen besonderen Gaben dabei sein. Manchmal denkt man ja so bei sich, wenn alle wären wie wir, wäre die Welt viel einfacher. Das ist eigentlich ein entsetzlicher Gedanke, denn das Gegenteil ist der Fall. Und wenn wir das wirklich verstehen würden und auch zu unserem Lebensmotto machen könnten, dann wäre es auf der Welt, glaube ich, einfacher und friedlicher. Und dabei muss ich an ein süßes Buch, ja, an ein wirklich großartiges Buch denken, das mir in der letzten Zeit in die Hände gefallen ist. Es heißt Papierklavier.
Die Autorin Elisabeth Steinkellner versetzt sich in diesem Buch in die Person eines Teenagers und schreibt aus der Perspektive von Maja ein Tagebuch. Maja hat noch zwei Schwestern, alle Geschwister haben unterschiedliche Väter, die Mutter ist alleinerziehend und eigentlich mit Job und Kindern am Rande ihrer Kräfte. Und natürlich wird über die Mutter getuschelt, Schlampe wechselt die Männer wie die Unterwäsche. Die jüngste Schwester ist musikalisch hochbegabt und darf bei einer älteren Dame auf dem Klavier spielen. Doch Oma Sieglinde, so wie die ältere Dame genannt wird, stirbt. Aus mit dem Klavierspielen. Dann muss man eben ein Klavier malen. Mehrere DIN A4 Papiere werden aneinander geklebt, schwarze und weiße Tasten darauf gemalt. Und so kann Heidi wieder spielen und dazu singen. Eigentlich wirklich ein Jammer, wenn diese Begabung brach liegt. Maja selbst kämpft sich durchs Leben, arbeitet, um für ihre kleine Schwester Klavierunterricht bezahlen können, verliebt sich, entliebt sich, findet sich etwas zu pummelig, erlebt Abenteuer mit ihrer Freundin Alex. Alex ist ein Name, der sowohl für einen Jungen Alexander als auch für ein Mädchen Alexandra passt, und Alex weiß auch noch nicht sehr richtig, ob sie Mann oder Frau wird. Aber durch all die kleineren und größeren Katastrophen blitzt eine tiefe Lebensweisheit auf. Etwa, wenn Maja schreibt. Entweder du hoffst auf das ganz große Glück, das plötzlich und schwallartig in Badewannenmengen auf dich herabfällt, ohne zu wissen, ob es jemals kommt. Oder du sammelst tagtäglich die kleinen Dosen Alltagsglück, die oft nicht mehr als einen Fingerhut füllen, aber alle zusammen mit der Zeit zu einem kleinen See anwachsen, in den du kopfüber springen kannst. Eigentlich sollte das Buch den katholischen Jugend- und Kinderbuchpreis bekommen. Eine 10-köpfige Jury aus Theologen, Literaturwissenschaftlerinnen und Pädagogen hatte es nominiert. Doch die Bischofskonferenz erhob Einspruch. Und somit gab es in diesem Jahr keine Preisverleihung. Warum? Die Bischofskonferenz hüllt sich in Schweigen. Natürlich werden in dem Buch heikle Themen angesprochen. Erwachende Sexualität, Transgender, chaotische Familienverhältnisse. Die Sprache ist frech und fasst die Fragestellung nicht mit der Pinzette an. Viele Menschen, allerdings nicht nur in der katholischen Kirche, haben offensichtlich große Probleme damit, wenn die Menschen nicht ihren Vorstellungen entsprechen, eben anders sind als die von wem auch immer aufgestellten Normen. Aber gerade darin liegt das Geheimnis des Lebens, wie uns die Wiesenblumen gezeigt haben. Zum Schluss lassen wir noch einmal Maja sprechen. Jede und jeder ist anders als die anderen. Und trotzdem passen wir alle irgendwo dazu. Und am Ende gehören wir doch alle irgendwie zusammen, weil wir so unterschiedlich ja gar nicht sind.
Lasst uns beten. Ich spreche ein Gebet mit Worten von Franz von Assisi. Höchster, mächtiger, gütiger Herr, dein ist der Preis, die Herrlichkeit, die Ehre und jeglicher Segen. Dir allein gebühren sie. Und der Menschen keiner ist würdig, dich zu nennen. Sei gepriesen, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, vornehmlich mit unserer Schwester, der Sonne. Sie wirkt den Tag und schenkt uns durch ihn das Licht. Schön ist sie und strahlend in großem Glanze und deines Wesens allerhöchster ein Gleichnis. Sei gepriesen, mein Herr, durch unseren Bruder, den Mond und die Sterne. Du hast sie am Himmel gebildet, leuchtend, kostbar und schön. Sei gepriesen, mein Herr, durch unseren Bruder, den Wind, durch die Luft und die Wolken, durch die heiteren und düsteren Tage, durch welchen du deinen Geschöpfen Dauer verleihst. Sei gepriesen, mein Herr, durch unsere Schwester, das Wasser. Nützlich ist es sehr, voll Demut, köstlich und rein. Sei gepriesen, mein Bruder, durch unseren Bruder, das Feuer, durch welchen du die Nächte erleuchtest. Schön ist es heiter, sehr stark und gewaltig. Sei gepriesen, mein Herr, durch unsere Schwester, die Mutter Erde, welche uns nährt und erhält und viele Früchte gebiert und bunte Blumen und Kräuter. Sei gepriesen, mein Herr, durch die, welche verzeihen aus Liebe zu dir, die ausharren in Mühsal und Leid. Selig die, welche dulden in Frieden, denn du Allerhöchster wirst sie krönen. Sei gepriesen, mein Herr, durch unseren Bruder, den leiblichen Tod. Keiner der Lebenden kann ihm entrinnen. Wie denen, die sterben in tödlicher Sünde, und selig die, welche ruhen in deinem heiligsten Willen. Denn der zeitliche Tod kann ihnen nicht schaden. Preiset und lobt meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm in großer Demut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.